Herzlich willkommen zurück zu unserer Hogwarts Legacy Challenge. Heute ist ein sehr, sehr wichtiger Tag bei den Sims. Und zwar, heute ist die Hochzeit zwischen Harry Potter und Tom Riddle. Wir haben ihn gefragt, er hat ja gesagt. Wir haben die Hochzeit auf Samstag 12 Uhr angesetzt. Und nach unserem Regelwerk müssen wir Tom Riddle vorm Altar stehen lassen. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich habe tatsächlich noch nie bei den Sims jemanden am Altar stehen lassen. Und wenn ich das vermassle, dann ist er verheiratet. Das können wir nicht gebrauchen. Drückt mir die Daumen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Part. Ich sage, let's go. So, wunderschönen guten Morgen. Es ist Samstag, 1 Uhr morgens. Sally hat Ron geweckt, weil sie einen Albtraum hatte. Und Ron geht daraufhin erstmal was kochen, was ich echt unnötig finde. Ich lasse ihn mal Sally in den Schlaf lesen. Es ist sogar, Draco ist noch in der Arbeit. Ich hoffe, dass der weiterhin Verbindungen knüpft. Bitte lass ihn gute Verbindungen knüpfen. Nee, ist es die Family? Mensch, er hat keinen Kollegen. Wir werden mit Sirius was anfangen müssen. Das sieht echt übel aus, Leute. Das sieht echt übel aus. Vielleicht müssten wir ihn mal befördern lassen. Ron versucht, die Kleine noch ein bisschen in Schlaf zu lesen, weil es ist einfach super früh noch. Cassandra ist auch wach, weil sie super dringend pinkeln muss. Außerdem tut ihr der Rücken weh. Und sie hat Schmerzen, weil sie trainiert hat. Und Hunger und alles Mimimi. Aber sie geht halt auch wieder in eine Toilette, die weiß ich, wie weit entfernt ist. Cassandra ist sowas von ready für dieses Kind. Aber heute steht was anderes an. Gott, ich weiß gar nicht, ob alle heiraten, ob irgendwer arbeiten muss, wollte ich gerade sagen. Oh nein, es ist zu spät für Cassandra. Toll, schön. Schön bei Ron hingepinkelt. Danke dafür. Dann kannst du direkt duschen gehen. Harry ist auch schon wach. Oh, und Harry ist auf dem Weg, nach Ellie zu sehen. Weil Ellie liegt am anderen Ende im Bettchen und ja, tut nicht viel. Aber wenigstens geht sie ja mal gut, sagen wir es mal so. Vielleicht ein bisschen entspanntere Musik rein hier. Ist das eigentlich ein richtiger Briefkasten? Oh ja. Vielleicht sollten wir mal die Post holen, Hermine. Sie schläft seelenruhig noch. Ja, und Harry steht jetzt hier bei Ellie und... Und denkt ans Snowboardfahren? Ja, hast du auch eine Idee, was du mit ihr anstellen könntest? Was will sie denn? Hunger? Schlafen? Füttern könntest du sie doch. Komm, gib ihr doch noch ein bisschen was zu essen und dann leg sie nochmal schlafen. Die hat noch ein paar Stunden. Okay, vergiss es, sie ist eingeschlafen. Warum gebe ich mir überhaupt diese Mühe? Warum ist er da jetzt hin? Und Cassandra hat hier die Elote gefunden. Die mag sie. Ja, doch, Heißhunger auf gesundes Essen. Sehr gut. Cassandra sieht so cool aus, schwanger. Das Kleid ist perfekt. Ja, ansonsten ist der ganze Haushalt hier noch ziemlich relaxed. Ron spielt ein bisschen mit Kinderspielzeug. Ich lasse ihn vielleicht auch noch mal ein bisschen schlafen. Harry geht jetzt mal duschen. Irgendwer hat den Urin auch schon weggemacht. Sehr gut, das war wahrscheinlich hier Hockey. Vor allem, wir haben von Tom einfach nichts mehr gehört, seitdem wir mit ihm verlobt sind. Ich mache mal einen Videoanruf und check ab, ob der überhaupt noch Lust hat. Weiß er, dass wir heiraten? Ich bin so gespannt, ob ich es hinkriege, ihn an diesem Bogen stehen zu lassen. Harry, haben wir überhaupt
Haben wir überhaupt eine Torte? Ach, nee, weißt du was? Wir brauchen ja gar keine Torte. Ich kann es auch nicht mehr bearbeiten. Eigentlich brauchen wir gar keine Torte, weil wir ja gar keine Feier haben werden. Also so eine Feier-Feier, so eine glückliche, wir sind jetzt verheiratet, Feier, eine, wir essen jetzt Kuchen-Feier, sondern es wird ja ein. Ich glaube, ich lasse ihn vor allen Leuten stehen. Ich weiß gar nicht, was dann passiert mit dem Rest. Was ist dann mit der Feier? Essen wir dann trotzdem? Scheuert er uns eine? Avada Kedavra hat der uns hier vor der ganzen Gesellschaft? Kaguna de Roib. Ich glaube, wir haben ihn nicht erreicht. Was? Ich schlafe. Ruf später nochmal an. Okay. Sorry. Also. Er ist nicht so gut auf uns zu sprechen. Ich lasse Harry jetzt einmal noch ganz entspannt frühstücken. Draco. Oh. Ups. Und guten Morgen, Greta. Eine kurze Dusche für dich. Dann lasse ich Greta auch Rührei essen. Cassandra geht's eigentlich richtig gut. Also überwiegend glücklich. Und das ist halt ihre Art. Ich bin düster, ich werde eine schreckliche Mutter sein, aber das ist für sie ja ein etwas Lobenswertes. Und wenn sie da schon mal steht, Girl, dann räum doch auf. So, unserem Bräutigam. Ich hoffe, wir haben was für ihn zum Anziehen. Lass mal gucken, ob der was... Ja, ach. Komm, da können wir doch heiraten. Ich meine, es geht um 12 schon los. Ja, kannst du schon mal in dein Hochzeitsoutfit-Anzug schlüpfen. Nein! Oh, oh. Harry? Lösch es! Harry, lösch es! Nein! Bleib da! Du gehst jetzt nicht nach dem Kind gucken! Da kommen sie gleich alle herbei! Termine löscht! Na, guten Morgen! Na, guten Morgen! Wow. Also Hermine hat ultra schnell geschaltet. Die anderen heulen draußen vor der Tür. Das geht ja schon gut los. Ihr braucht euch jetzt nicht mehr wegen dem Feuer. Ihr braucht euch keine Angst mehr haben. Der Einzige, der sich um das Kind sorgt, ist Draco. Und Greta ist auch noch panisch. Leute, chillt mal. Bitte hört auf zu heulen. Ich hab's doch schon längst gelöscht. Draco hat wenigstens das Kind gerettet. Draco war der Einzige, der daran gedacht hat, dass man das Kind nach draußen bringen muss. Greta, die Kleine, bräuchte dringend ein Bad. Nee, Rauferei in der Nachbarschaft beenden wir direkt diesen Feiertag. Sonst klatschen die sich heute alle nur. Na toll, jetzt ist meine komplette Hochzeitsgesellschaft angespannt. Wegen dem Feuer. Und die Hauselfen heulen. Oh, es brennt immer noch? Oh nein, es brennt immer noch? Warum denn? Wir hatten es doch gelöscht. Okay. Hermine? Warte, Hermine kann auch die Feuerwehr anrufen. Das glaube ich. Ich lasse Draco die Feuerwehr anrufen. Weil die können sich teleportieren. Deswegen. Und ich dachte, die
paniken nur so rum. Draco, hast du die Feuerwehr? Okay, Draco ruft die Feuerwehr an. Ist unterwegs. Bring dich in Sicherheit. Okay, dann warten wir jetzt darauf, dass die Feuerwehr eintrifft. Da kommen sie. Einer. Zwei. Meine Küche! Ich dachte, wir haben sie im Griff. Oh Gott, mir fackelt das ganze Haus ab. Hier brennt's immer noch, Leute. Wärt ihr so nett. Also die Kompetenz haben wir nicht. Die Kompetenz in Person haben wir hier nicht. Lösch es halt. Lösch es halt. Könnt ihr es bitte löschen? Warum? Warum? Ich schwöre, ich schicke gleich Hermine rein, die es selber macht. Komm, Hermine, die teleportiert sich schneller weg, als die Feuerwehrleute das hier alles hingekriegt haben. Haben Sie sich gerade gefeiert? Was tun Sie da? Was? Was? Oh. Narfa? Dravoy. Oh. Oh, Tobano. Leute, ich glaube, das waren keine Feuerwehrleute, das waren Stripper, oder? Kann es sein? Oh Gott. Warum tanzen meine Feuerwehrleute wie Stripper? Wisst ihr was? Harry mag kochen nicht. Wisst ihr was? Harry kann auch nicht kochen. Warum? Ich habe das noch nie gesehen. Ich habe das noch nie gesehen, dass sie hier hot rumtanzen in ihren Outfits. Aber das erklärt natürlich, warum sie vor der brennenden Küche standen und nichts wussten, was sie tun sollen. Weil die sind gar keine Feuerwehrleute, das sind Stripper in Feuerwehrkostüm. Könnt ihr bitte gehen? Und Harry soll jetzt zur Arbeit gehen? Ich schwöre, Leute, geht einfach. Geht einfach. Hat jemand die Feuerwehr angerufen? Hier geht es aber ganz schön heiß zu. Spaß beiseite, bleibt gesund, einen schönen Tag allerseits. Was? Was? Ich schwöre, es habe ich noch nie erlebt. 14.000 alleine der Kühlschrank. So, und das machst du jetzt hier aus. Nee, Harry, du kannst nicht zur Arbeit gehen. Doch, obwohl... Geh zur Arbeit, Harry. Ich lass ihn dann eine Stunde früher gehen. Oh mein Gott, was für ein Tag. Was? Was für ein Tag. Geschla. Ich bin gerade einfach nur überfragt, was hier gerade passiert ist. Greta, kannst du bitte das Kind waschen? Ich wollte doch heute nur die Hochzeit feiern. That's it.
Oder einfach nur die Hochzeit feiern. Nur Hermine, die entspannt sich. Ich lasse Cassandra auch noch mal ganz kurz ein bisschen schlafen. Komm, Hermine, frühstücke bitte irgendwie einen Haferbrei oder so. Und wenn du einen Haferbrei gegessen hast, dann kannst du bieseln gehen. Und was wird das, Greta? Corn Dog, ja. Mach weiter. Lass mich raten. Ja, Sally hat auch wieder niemand. Niemand hat Sally gereinigt. Vielleicht schafft's Ron, die Kleine zu baden? Hermine ist mal wieder zu Harry rübergelaufen, um dort ihre Mikrowelle zu benutzen. Oh. So, Hermine, einmal pinkeln. Und dann lasse ich sie ihre wissenschaftliche Abhandlung schreiben. Damit sie wenigstens irgendwas Sinnvolles tut. Ron hat es wenigstens geschafft, die Kleine schon mal zu sich zu nehmen. Um sie jetzt zu baden. Nur Draco kommt jetzt rein. Müsste pinkeln, bitte schick sie nicht raus. Nein. Natürlich bricht er das jetzt ab, oder? Aber gut. Er hat sie einigermaßen sauber bekommen. Vielleicht kann er sie dann jetzt aufs Töpfchen setzen. Wir stören Draco einfach nochmal, um die Kleine hochzuheben. Wir gehen jetzt einfach zum Ereignis. Alle so, wie wir sind, Leute. Ellie, lass mal zur Tagespflege. Ach komm, YOLO, ab dafür. Ich hoffe, wir kriegen Harry aus der Arbeit raus. Na ja gut, aber es kann ja ohne ihn nicht losgehen. Das ist das einzig Gute. Okay, Leute, wir sind schon mal früher da. Noch ist es nicht losgegangen. Da ist Tom. Okay, Tom ist schon mal hier. Da bin ich erleichtert, bin ich ehrlich. Wer bist du? Matteo Markovic. Wird das der Ort? Oder wird es eher so ein... eine verblümte? Ah, es ist super... Ah, es ist kalt, oder? Super Wetter, aber kalt. Dann machen wir es vielleicht besser drin. Okay, Ron, Greta sind da. Ich lasse jetzt Harry die Arbeit früher verlassen. Achso, Harry? Hierher. Ja. Outfit ändern. Da ist dein Verlobter doch gerade auf dem Weg. War der nicht gerade da? Ist er schon wieder gegangen? Wo ist Tom? Oh mein Gott. Warum immer alles gleichzeitig? Alles klar. Es geht los, okay? Okay, los geht's. Ich hab Angst. Tom, wo bist? Der hat sich schon da hinten... weiß nicht, kann man sagen, versteckt. Er spielt hier sogar. Oh Mann, guck mal, Greta hat sich sogar ins hübsche Outfit geschmissen mit ihrem Babybauch. Hermine, weiß ich nicht, was das ist, was sie da angezogen hat, aber... Molly Weasley ist da. Okay. Wir müssen ihn stehen lassen. Wir müssen ihn stehen lassen am Altar. Das ist unsere Challenge-Aufgabe. Lass ihn am Altar stehen. Wie kriege ich es jetzt hin, dass die Hochzeit so gut, so lang wie möglich gut aussieht, um dann beim wichtigen Moment völlig eskaliert. Ist da Parvati? Shit. Parvati ist auf unserer Hochzeit mit Tom Riddle? Die macht, obwohl, vielleicht liebt sie uns dann umso mehr, wenn sie sieht, dass wir ihn stehen lassen. Okay, es ist eigentlich super schönes Wetter. Ich lasse jetzt mal die Leute hier draußen versammeln. Ich glaube, da ist ein bisschen mehr Platz. Zeremonieaktivitäten. Bitte hinsetzen. Schauen wir mal, wie viele Leute dem nachkommen.
Ich sehe schon Geister und tote Werwölfe. Es wird vogelwild. Lupin, Remus Lupin hat sich schon Platz gesichert. Das ist wichtig. Als toter Werwolf. Draco und Hermine in der ersten Reihe. Greta auch, aber die ist kurz davor, sich einzupieseln. Sogar Dracos Bestie, Molly, ist da. Und Hagrids Frau. Der Rest vom Fest, schau mal, ja. Snape ist halt einfach schon wieder irgendein Gärtner. Draco. Und wo ist unser Bräutigam? Oh, Snorke. Okay, Hagrid macht die Musik. Okay, vergiss es. Wir werden es nie schaffen, dass sich die richtige Anzahl an Leuten auch wirklich hinsetzt. Ich kann sie ja auch noch mal am Gang sammeln lassen. Ach, natürlich stehen die schon sitzen, dann auf. Okay, vergesst es. Dann lassen wir sie hinsetzen. Nein, setzt euch hin. Hinsetzen. Harrys Eltern sind auch gekommen. Harry hat den besten... Harry 1A angekommen. Ich finde, sie sitzt auch richtig gut. Juna Lupin hat sich gedacht, hier habe ich die besten Blick. Was ist mit ihr? Let's Disaster. Okay, Tom könnte da schon was ahnen. Er sieht nicht besonders gut gelaunt aus. Wir drücken ihm jetzt vielleicht noch mal einen Knutsch rein. Ein Kuss hauchen. Ein Kuss hauchen. Okay. Ich habe mir das anders vorgestellt. Also es sind sehr... Warum geht ihr... Warum... Leute! Hä? Leute, hinsetzen. Leute, bitte. Ihr habt doch gerade so schön gesessen. Ich versuch's nochmal. Dann den Gang... Ich bin mir nicht sicher, ob herauf oder herunter. Ich sag mal herunterschicken. Tom. Bei mir laufen sie grundsätzlich... falsch rum. Sie läuft wieder 1A, die Hochzeit Lovett. Ja, ist Klassiker. Okay, Tom geht hier runter. Dann gehe ich den Gang auch hinunter. Okay. Viele sitzen. Ein paar sind zusammengebrochen. Ein Fan. Kann ja mal passieren. Alles klar. Ich habe bis jetzt immer nur Hochzeiten erfolgreich vonstatten gehen lassen. Deswegen weiß ich nicht, wie das jetzt funktioniert. Gemein? Soll ich einfach mich jetzt hier vor allen trennen? Oder wie lasse ich denn einen Partner am Altar stehen? Aber es gibt tatsächlich kein Stehen lassen. Ich glaube, ich muss einfach mit ihm Schluss machen. Vielleicht muss ich auch erst einen Schritt machen in der Zeremonie. Ich habe Angst, dass wir am Ende verheiratet sind. Und ich habe es vermasselt. Ich mach mal von Hochzeiten Sorgen. Hey, was machst du? Bitte nicht. Lass sie nicht aufstehen. War's das? Das ist alles? Okay, was soll's. In meiner Verzweiflung trenne ich mich jetzt einfach von ihm. Nein, warte. Können wir das bitte hier machen? Tom? Tom, kommst du? Tom? Tom! Tom, bitte vor allen. Okay, Tom steht jetzt hier vor allen. Und ich werde mich jetzt einfach von ihm trennen, weil ich nicht weiß, wie man es anders macht. Okay, jetzt haben wir ihn stehen gelassen. Harry hat soeben die Verlobung mit Tom aufgelöst. Und da kommt Parvati direkt von hinten. Oh, was will sie denn jetzt?
Ich hätte es ja gefeiert, wenn sie jetzt kommt und sagt, willst du dafür mich heiraten? Der Arme. Da geht er. Aus Hochzeitsfeier rauswerfen. Aber hey, schau, er ist immer noch der Bräutigam. Er hat sich jetzt hier mit dem Fan irgendwie, aber es hat niemanden auf dieser Hochzeitsfeier so wirklich jetzt interessiert. Alle sitzen noch so rum und denken sich, und jetzt? Und Harry flirtet? Hat er gerade mit Parvati geflirtet? Und er lästert hier über Mad-Eye Moody? Ich bin ein bisschen verwirrt, dass er auch immer noch der Bräutigam ist. Da stehen wir jetzt auf unserer Hochzeitsfeier, die irgendwie immer noch läuft. Ist so. Also das ist jetzt sehr strange. Da kommt die rasende Reporterin natürlich hinten auch gleich angejoggt. Parvati steht so ein bisschen so rum, so. Also ich hätte Zeit. Sie ist so crazy. Parvati so. Also, Harry, ich bin hier. Ich bin schön. Ich bin nur ein bisschen sauer. Harry, können wir das Ding jetzt hier endlich abblasen? Wie wär's? Wie sage ich denn eine Hochzeit ab? Dann kann er jetzt hier ja auch für sich selbst protestieren. Harry ist in der Politik. Einen für alle und alle für ihn. Dann kann er doch das nutzen, um für seine Zwecke Werbung zu machen, oder? Ist ja eh schon peinlich genug, dass sich da jetzt irgendwie keiner vom Fleck bewegt. Nachdem ich Schluss gemacht habe, vor allem. Er ist glücklich, weil er wieder Single ist. Ach, und das Romantikfestival, wie passend. Ich mache jetzt hier mal die. Ich mache mal diese Zeremonie jetzt vor. Ich beende sie, weil ich den Eindruck habe, dass sonst keiner bemerkt, dass diese Hochzeit zu shit gegangen ist. Aber hey, Leute, in dem Fall würde ich sagen, gilt als erfüllt, lasse deinen Partner am Altar stehen. Ach, und wenn Parvati da jetzt schon rumsteht, dann können wir die doch auch mal knuddeln, oder? Was treibt der Rest? Oh mein Gott, fast alle meine Gäste haben sich hier inzwischen schon eingenässt. Cassandra hat wenigstens eine Toilette gefunden. Ach, Greta. Ach, Greta, wie sehen wir aus? What happened? Also alle sind sehr verwirrt zurückgelassen. Also ich glaube, das ist ein schönes Bild der aktuellen Hochzeitsgesellschaft. Alle so ein bisschen so... okay. Was auch immer. Schau mal das Paar an hier. Also Greta und Ron völlig am Ende. Dann lasse ich uns alle jetzt einfach nach Hause fahren. Lass mal alle hier antanzen. Draco muss jetzt eh gleich zur Arbeit. Oh, der ist schon wieder super müde. Und Harry hat jetzt das Moodlet wieder Single. Es fühlt sich gut an, diese beengende Beziehung hinter sich zu lassen. Und er freut sich, weil er die Welt verändert hat. Es ist großartig, wenn andere interessiert zu hören, was man zu sagen hat. Ja, und das ist das Bild für diesen Part. Da sitzt ein Harry Potter in seinem schicken Hochzeitsanzug. Er hat gerade Tom Riddle vor allen Freunden und Familienmitgliedern sitzen lassen am Altar. Er ist jetzt wieder Single, er fühlt sich damit wohl. Ja, Leute, dann beende ich an dieser Stelle den Part. Es war zwar nicht ganz so spektakulär, wie ich erwartet habe, Tom sitzen zu lassen. Ich dachte, das wird viel dramatischer und dass halt auch die Gäste vielleicht reagieren auf diese Trennung. Aber sie saßen ja alle wie versteinert rum und wussten nicht so recht, was da passiert. Kann auch eine Reaktion sein, so dezent überfordert. Aber gut, damit ist ein Meilenstein in Harrys Geschichte erledigt. Er hat Tom Riddle am Altar stehen lassen. Und jetzt muss er sich eigentlich nur noch um seine Karriere kümmern und um sein Charisma und forschen, debattieren. Und um die Zauber. Aber das war in seinem Sozialleben mit eines der wichtigsten Punkte, die wir damit erreicht haben.
Wenn dir dieser Part gefallen hat, dann freue ich mich immer über einen Daumen nach oben und lass mir gerne ein Abo da. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!